Ja, der Kormoran ist vielen Fischern ein Dorn im Auge. Gestern kam es zu einem Protest der Fischer in Deutschland gegen den Schutz dieses Vogels, da sie ein Aussterben gewisser Fischarten befürchten. Wie sehen Sie das Ganze? Ja, es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Es ist nicht so einfach zu beantworten. Das Problem liegt sicher bei einzelnen Fischarten, wie zum Beispiel die Schleie, die Esche, die sehr stark gefährdet ist in ihrem Bestand, und der Kormoran hier natürlich mit seinem Fraßdruck auch Entsprechendes dazu beiträgt. Auf dem Hohen See ist die Fischerei des Kormorans sicherlich nicht so ein großes Problem. Allerdings müsste man da wieder mit dem Berufsfischer sprechen, weil die das natürlich wieder anders sehen als wir Angelfischer. Denken Sie, dass der Bestand des Kormorans noch stärker reguliert werden sollte? Die Probleme sind sicher so, dass momentan der Bestand des Kormorans sicher für den See überhöht ist. Vor allem auch in den Flachwasserzonen und in den angrenzenden Bächen und Flüssen. Hier ist sicher notwendig, dass der Mensch regulierend eingreift und Vergrämungsmaßnahmen oder, wenn es wirklich nicht anders geht, eben Abschüsse tätigt. Können Sie nun diese Protestaktion in Deutschland nachvollziehen? Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, denn eines ist für mich unverständlich, dass unser Naturschutzbund oder die NABU in Deutschland immer wieder davon spricht, dass es ein gefährdeter Vogel ist, was leider nicht mehr der Fall ist, oder gut, wenn man so will. Aber diese Vorgaben von dem NABU, dass zum Beispiel längere Schonzeiten eingeführt werden sollten, die wurden bereits teilweise von den Fischern umgesetzt. Wann und wo haben Sie das letzte Mal Kormorane gesichtet? Das letzte Mal war circa vor 14 Tagen, und zwar bei uns in den Hafenanlagen, und es waren circa 15 bis 20 Stück. Ja, die Anzahl ist für die begrenzte Fläche in einem Hafen natürlich sehr hoch, weil der Vogel sehr konzentriert fischt und das natürlich in ein, zwei Tagen relativ leer fischen kann. Und deshalb ist da eine Menge von 15 bis 20 Stück ist also schon ausreichend, sagen wir so.